So, und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Gugi, und heute starten wir wieder mal rein in eine neue Folge des FIFA 17 Karrieremodus mit Eintracht Braunschweig. Und ja, zuletzt konnten wir ja nach einem relativ ernüchternden Saisonstart mit dem Champions League aus, beziehungsweise dem Champions League Qualifikationsaus gegen Rosenborg, so ein bisschen einen Aufwärtstrend vielleicht hinlegen, nämlich mit einem 3:0 gegen den 1. FC Köln, stehen aktuell damit auf Platz 3 nach einem Spieltag. Mainz hat schon 2 Spiele hinter sich, hat beide gewonnen, und heute wollen wir natürlich nachziehen gegen die TSG 1899 aus Hoffenheim. Wir schauen mal ganz kurz, wie die gestartet sind. Die sind mit einem, wo haben wir sie? Hier, genau, Platz 9. Die sind mit einem 1:1 gestartet gegen Bremen. Könnte vielleicht wieder ein ganz cooles Spiel werden. Allgemein gegen Hoffenheim ist es nicht immer so einfach. Von daher wollen wir heute mal schauen. Und ich glaube, im nächsten Part steht dann auch schon das erste Europa-League-Spiel an. So ist es gegen den FC Aberdeen. Genau. Aber bevor wir reinstarten, habe ich noch kurz was Organisatorisches. Und zwar bezüglich der Spielerkarriere. Die werde ich jetzt erstmal pausieren. Und dann einfach mal schauen, wie ich damit weiterverfahren werde. Mal schauen, weil mir gefällt es nicht ganz so, wie ich das zuletzt gestaltet habe, sage ich mal so. Und von daher werde ich mal schauen, ob mir da irgendwie was Besseres noch einfällt. Und sonst, mal schauen, wie es da so weitergeht. Eben um das auszugleichen, damit wir ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal haben, würde ich gerne was Richtung Ultimate Team bzw. Online machen. Also zum Beispiel eine RTG fände ich ganz interessant. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten werdet. Und dann werde ich mir da in der kommenden Woche mal ein paar Gedanken drüber machen und vielleicht auch schon damit anfangen, wenn ich was mir Zusagendes gefunden habe. Aber lang genug gelabert. Wir wollen reinstarten ins Spiel gegen Hoffenheim. Wir schauen nochmal ganz kurz in die Mannschaft, ob das alles so passt. Aber das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ich denke, so können wir erstmal reinstarten gegen Hoffenheim in Bestbesetzung. Genau, das wollte ich euch auch noch erzählen. Nämlich probiere ich heute ein neues Schnittprogramm aus. Das ist auch der Grund, warum das Video heute wieder etwas später kommt. Wir haben es, also jetzt habe ich es gerade bei mir so knapp 7:20. Ich wollte eigentlich schon spätestens um 4 aufnehmen, habe es aber irgendwie nicht geschafft. Von daher, probiere ich heute mal das neue Schnittprogramm aus. Mal schauen, ob ich dann beim alten bleibe oder das neue weiterverwenden werde. Und mal schauen, das Ganze so bringt. Also entschuldigt, wenn es eventuell irgendwelche Auswirkungen auf die Qualität des Videos haben sollte. Also wenn der Ton irgendwie heute anders ist, es muss sich dann erstmal so ein bisschen einspielen, sage ich mal. Aber das ist jetzt auch erstmal wieder nebensächlich. Wir wollen uns hier auf ein ordentliches Spiel konzentrieren. Denn Hoffenheim, die machen gleich zu Anfang mal richtig Druck. Und dann gibt's auch gleich den Pfostentreffer. Zuber war es, glaube ich, der das Ding da an den Pfosten setzt. Also Hoffenheim macht hier gleich von Anfang an gut Druck. Bafo macht das jetzt stark. Und jetzt vielleicht direkt mal die Gegenantwort über Serge Gnabry. Gnabry macht das gut. Sieht da oben Khelifi. Zuletzt mit 2 Toren gegen Köln setzt sich da gut durch. Khelifi, aber dann der Ball auf Abdoulaye kommt da nicht an. Dekali macht es dafür ganz gut. Im Zusammenspiel mit Robert Bauer. Und die Bayern gehen in Führung gegen den FC Augsburg. So, Dominik Kohr verliert da gleich mal den Ball, aber setzt relativ gut nach. Und Bafo wieder stark. So, Serge Gnabry, was macht er? Gut gelöst. Abdullahi, da unten geht Robert Bauer, der das auch wieder stark macht. Robert Bauer jetzt mal mit dem Schuss. Aber der geht am Ende doch relativ weit vorbei. Also bis hierhin ein relativ ausgeglichenes Spiel auf beiden Seiten. Möglichkeiten. Ja, die beste liegt immer noch bei Hoffenheim mit dem Pfostentreffer ganz zu Anfang. Aber wir sind da jetzt schon auf Augenhöhe. Da kommt wieder eine Nachricht rein. Frankfurt geht in Führung gegen Berlin. So, Chor gut dazwischen. Dem hier bei. Wieder Chor nimmt Gnabry mit.
Gnabry sucht die Anspielstation, findet sie am Ende in Murawski und da ist Demir bei. Gegen seinen Ex-Club kommt er aber dann nicht an den Ball. Bafo kann das Ganze aber erstmal wieder ausbügeln. Demir bei auf Abdullahi. Jetzt der Fehler von Kor, der da den Ball nicht annimmt. Okay, Bauer, Murawski und jetzt könnte es vielleicht mal schnell gehen. Über Kijewski, der den Ball da von Kilifi bekommt. So, aber die Flanke, diesmal gar nichts. Demir bei kommt da nicht ansatzweise an den Ball, weil sie einfach viel zu nah an den Keeper gespielt ist. Und Hoffenheim bekommt so jetzt vielleicht wieder die Kontermöglichkeit über Lukas Rob, aber gegen Radoslav Murawski ist da erstmal kein Gras gewachsen. Aber es gibt immerhin den Freistoß für die Hoffenheimer, den Kevin Vogt jetzt hier in die Mitte bringen wird. Kor kann ihn erstmal wieder klären. Aber der Ball landet irgendwie immer wieder bei den Hoffenheimern. Super jetzt. Und dann kriegen wir den Ball doch erstmal wieder geklärt und können jetzt vielleicht den Gegenangriff starten. Aber das war wieder nicht gut gespielt von mir. Murawski bringt den Ball dann nicht an den Mann. Aber Kor, der gefällt mir heute wieder ganz gut. Hat zwar die ein oder andere Unsicherheit hinter sich, aber im Gesamtpaket kämpft der, fightet der und kämpft sich immer wieder zurück. Hier solche Aktionen, aber dann ist er eben auch wieder da und holt sich den Ball zurück. Das gefällt mir gut. Demir bei jetzt. Verliert da wieder den Ball. Und Hoffenheim hat wieder die Möglichkeit. Also es spielt sich hier relativ viel im Mittelfeld ab. Robert Bauer jetzt wieder gut dazwischen. Demir bei. Kelifi jetzt mit dem Ball auf Abdullahi, der aber wieder abgeblockt wird. Also Hoffenheim steht defensiv sehr, sehr stark. Das muss man sagen. Da ist immer irgendwie wieder ein Fuß dazwischen. Wir sind zwar auch noch nicht ganz wirklich, was das Aufbauspiel anbelangt, noch nicht ganz so auf der Höhe. Aber Hoffenheim macht das sehr, sehr konzentriert, ist immer wieder dazwischen. So, Kelifi. Wieder auf Kijewski, der auf Abdullahi macht das gut, setzt sich da gut durch, spielt den Ball auf Serge Gnabry. Gnabry, der da wieder die Anspielmöglichkeit sucht. Gnabry findet sie am Ende in Abdullahi, der nochmal auf Gnabry und jetzt die Möglichkeit für Dominik Kor, aber ich glaube, es war vorher abseits. Kor mit seinem ersten Treffer für uns, aber dann ist das Ganze abseits. Ah, das wollte ich mir gerne nochmal angucken. Ich glaube, Gnabry war es am Ende, der da im Abseits steht. Aber es muss wirklich hauchdünn gewesen sein. Aber es ist immerhin wieder ein ganz gutes Zeichen. Rupp. Gut von von Bafo. So, Kelifi. Kelifi setzt sich gut durch. Schickt Abdullahi. Gnabry, der zurück auf Kelifi, aber der Ball war richtig, richtig schlecht gespielt. Den hätte man schon mal an den Mann bringen können. So, da gab es gerade wieder den kleinen Cut. Aufgrund von, ja, wie so oft technischen Problemen. Ich war mir wieder nicht ganz sicher, ob die Aufnahme noch weiterläuft. Von daher habe ich da eben kurz den kleinen Cut reingehauen. Mal eben nachgeschaut. Aber wir sind jetzt schon in der Nachspielzeit. Und es steht weiterhin 0:0. Das können wir jetzt vielleicht nochmal ändern, aber da sollte eigentlich der Ball auf Serge Gnabry gehen, der ganz unten frei war. Aber so geht er zu Abdullahi, der ihn am Ende verliert. Und so steht es erstmal zur Halbzeit 0:0. Ein Ergebnis, mit dem beide Mannschaften, glaube ich, ganz gut leben können. Ist, glaube ich, nicht das schlechteste Ergebnis. Wir können mal ganz kurz reinschauen. Insgesamt wird zwar mit mehr Torschüssen, aber ich sehe da eine recht ausgeglichene Partie. Wir werden hier nochmal ganz kurz einen Wechsel vornehmen. Und zwar Rigota, denke ich mal, für Abdullahi nochmal reinbringen. Einfach, weil vorne, da geht vielleicht noch ein Ticken mehr. Und mit einem neuen Stürmer können wir da eventuell variabler werden, nenne ich es mal. Und mal schauen, ob der Wechsel vielleicht direkt fruchtet und wir hier relativ schnell offensiv eine kleine Verbesserung sehen. So, da ist er gleich mal, Rigota. Aber der Ball auf Gnabry, der war mal gar nichts und kommt nicht an. So ist Hoffenheim wieder im Ballbesitz. Kor wieder stark. Demir bei. Kelifi, Gnabry.
Chor. Und da ist wieder Gotha, aber der Ball von Chor wieder schlecht gespielt. Ich wollte ihn eigentlich nach außen lang spielen, dass Gotha sich quasi vom Tor wegbewegt, aber der kommt irgendwie nicht zustande. Aber wir kommen hier schon doch deutlich wacher als die TSG Hoffenheim aus der Kabine, das muss man sagen. Da ist Murawski, aber wieder kommt der Ball auf Gotha nicht an, den wir da jetzt vorne öfter mehr und mehr suchen. Jetzt kommt Hoffenheim gleich mal über Zuber. Robert Bauer lässt sich da austanzen, zieht dann das Foul. Und so gibt es jetzt einen Freistoß aus einer nicht so schlechten Position für Zuber. Der bringt den Ball rein. Murawski aber richtig, richtig stark. Trotz des Größenunterschieds da Radoslav Murawski Sieger im Kopfballduell. Und Hoffenheim mit der ersten Chance. Petros ist es, der da versucht, den Ball irgendwie aufs Tor von Ojan Nyland zu bringen. Kim Jin-Soo. Krupp setzt sich gut durch gegen Kiewski, der da ein bisschen pennt. So, der Ball kommt auf Zuber, aber der Ball, der dann in die Mitte, in den Strafraum kommt, der ist nicht wirklich gut. Wir gehen nochmal rein, 62. Minute. Wen bringen wir denn? Ich würde sagen, wir bringen nochmal Philipp Ox für Kilifi, der mir heute nicht ganz so gut gefallen hat. Also konnte nicht wirklich hundertprozentig an die Leistung aus dem Spiel gegen Köln anknüpfen. Hat nicht schlecht gespielt, keine Frage. Aber für ein Kilifi ist da doch deutlich mehr drin. Murawski macht das jetzt stark. Gotha, und da unten ist jetzt gleich mal der neue, der eingewechselte Philipp Ox, der da eigentlich schon vorbei war. An Hübner. Spielt ja heute auch dann gegen seinen Ex-Club. Ist vor ein oder zwei Jahren zu uns gekommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er in der ersten Saison oder erst in der zweiten Saison gekommen ist, aber kam auch von der TSG Hoffenheim. Gnabry mit dem Ball auf Murawski, den er da auf dem falschen Fuß erwischt, der den da nicht annehmen kann. Dem hierbei. Chor. Ox. Wieder Chor. Gotha. Eigentlich mit einem ganz guten Ansatz, aber Niklas Süle kommt da dann nicht vorbei. Ox wieder gut. Chor wieder, auch wieder gut dazwischen. Murawski. Gnabry. Jetzt geht's mal schnell nach vorne. Über Gotha, über Chor. Der sollte eigentlich auf dem hier beikommen. Ox. Der Ball auf dem hier bei ist wieder gut gespielt. Ox, jetzt gibt's vielleicht die Möglichkeit, aber dann ist der Winkel doch ein bisschen zu spitz. Kann den Ball am Ende nicht aufs Tor bringen, wird abgeblockt. Von Kader Rabeck war es, glaube ich. Aber wir sind hier doch die aktivere Mannschaft, würde ich sagen. Dem hier bei jetzt. Über Gnabry. Gnabry. Auf Gotha, und jetzt muss der Ball rein. Er geht an den Pfosten, dem hier bei, und der setzt ihn vorbei. Riesenmöglichkeit zur Führung. Gotha macht das richtig, richtig gut. Legt den Ball am Torwart vorbei. Aber dann am Ende geht er nur gegen den Pfosten. So, wir werden wieder wechseln. Und wir werden Winter reinbringen. Ich bin nur gerade am Überlegen, wie. Wir werden Chor rausnehmen und dem hierbei eine Position nach hinten bringen. So, Silva mit dem Abschlag, mit dem Abstoß. Aber Dekali ist da. So, Winter. Macht das eigentlich nicht schlecht. Aber kann den Ball da nicht halten. Robert Bauer. In allerhöchster Not. Ox. Dem hierbei jetzt auf der Doppel-6. Gnabry, und jetzt vielleicht mit einem ganz guten Ball auf Philipp Ox. Aber der ist dann doch ein bisschen zu weit. Geht ins Aus. Da kommt der Ex-Hoffenheimer nicht an den Ball. So, Lukas Rupp. War's. Und dann gibt's das Missverständnis zwischen Dekali und Bafo, aber Nyland nicht viel gefordert in dieser Partie, aber ist da, wenn er gebraucht wird. Jetzt gibt's die Ecke durch Zuber, aber die bringt nicht viel ein. Da sind wir direkt wieder am Ball. Winter, Gnabry, wieder Winter, aber der dreht sich in die falsche Richtung. So ist Hübner am Ball.
Demirbay wieder gut dazwischen. Und jetzt gibt es die Kontermöglichkeit über Gnabry. Gnabry, der hat ein bisschen Tempo. Hat da jetzt aber Niklas Süle vor sich. Gnabry setzt sich wieder gut durch. Gnabry aber am Ende reizt nicht. 89. Spielminute. Murawski. Wieder Gnabry. Guta jetzt mit der nächsten guten Möglichkeit. Und am Ende gibt es sogar nur den Abstoß, weil Demirbay seinen Fuß nicht mehr wegnehmen kann, nicht mehr wegnehmen möchte. Das ist ärgerlich. Rigota. Ox. Und jetzt ist es vorbei. Am Ende 0:0. Nun entschieden, was in Ordnung gehen kann. Ja, am Ende vielleicht doch das Stückchen besser, aber so beenden wir unser erstes Heimspiel in der neuen Bundesliga-Saison mit einem 0:0, mit einem Unentschieden. Wir werden mal ganz kurz reinschauen. Wir waren in der zweiten Hälfte doch das deutlich bessere Team, das kann man, denke ich, so sagen. Aber insgesamt kann man auch nicht wirklich sagen, dass die Hoffenheimer sich das Unentschieden nicht verdient haben. Die haben auch gekämpft, die haben gefightet. Und so geht das insgesamt gesehen schon in Ordnung, dass es hier nur ein Unentschieden gibt. Zudem gegen Hoffenheim kann man auch mal unentschieden spielen. Das ist jetzt kein Beinbruch. So starten wir aus den ersten zwei Bundesligaspielen mit 4 Punkten. Das ist eine Ausbeute, mit der wir erstmal leben können. Natürlich wollen wir da noch einige Punkte mehr auf dem Konto haben in den kommenden Wochen. Aber jetzt geht's erstmal in einen anderen Wettbewerb. Nämlich jetzt geht's erstmal in die Europa League gegen den FC Aberdeen. Das wird's dann in der nächsten Folge geben. Ich hoffe, es hat euch heute soweit gefallen. Und ich hatte auch noch, das habe ich auch wieder am Anfang vergessen, das wollte ich auch am Anfang ansprechen. Da werdet ihr jetzt wahrscheinlich eine kleine Umfrage sehen, nämlich bezüglich irgendwie einem Tor der Woche. Also wir haben ja pro Woche, glaube ich, so 3 Parts, sage ich mal, der Karriere. Und dass man dann entweder ein Tor der Woche, ein Tor des Monats einführt, wo wir dann alle gegnerischen Tore und alle Tore von uns eben da die besten 3 vielleicht raussuchen, wo ihr dann entscheiden könnt, welches davon das schönste war und damit dann so ein Tor des Monats oder ein Tor der Woche, was am Ende dann ja in der Umfrage gewinnt, einführen. Mal schauen, ob euch das gefällt. Ich finde es eigentlich so an sich eine ganz coole Idee. Ich habe es jetzt bei Badeschlappen in der VfB Stuttgart-Karriere gesehen. Von daher, die Idee an sich fand ich ganz cool und ja, mal schauen, ob wir das eventuell auch bei uns einführen könnten. Und von daher hoffe ich erstmal, dass es euch heute wieder gefallen hat. Ich bin mal gespannt, wann das Video jetzt online geht. Es ist jetzt 7:15. Von daher werde ich mich jetzt ein bisschen beeilen und von daher hoffe ich euch wieder, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid und von daher bis zum nächsten Mal. Ciao!